Tag, Checker-Freunde. Kommen wir zum Assistenzsystem-Video vom Skoda Enyaq Coupé RS IV. Da hat schon einiges drin, eigentlich alles drin, was man braucht, um autonom fahren zu wollen, zu möchten, wie auch immer. Und ein paar Sachen vielleicht unterstützt. Wichtig hierbei ist erstmal, ich sage euch, was gibt es denn alles. Wir haben serienmäßig Abstandsautomatik ACC, ja? Spurwechsel, Auspack, Ausstiegsassistenzserie, Travel Assist, Spurführungsassistent mit Note Assist und Stop and Go, Stau Assist Serie. Dann haben wir Head-Up, Augmented Reality Head-Up Display. Ich versuche mal ein Video zu machen. Ich finde es echt mega, wie das hier so langsam näher kommt und so. Ich finde es ganz cool. Ich versuche mal da das aufzunehmen irgendwie. Parkassistent gibt es im Max-Paket für 2000 Euro, was wir hier dabei haben. Also wir haben hier volle Hütte. Nochmal Dank ans Auto aus Weber, in dem Fall aus Leonberg. Abteilung Skoda im neuen Gebäude. Mega danke für diese Kiste. Nimm mit, fahr so lange wie du willst. Machen wir. Danke dafür. Gibt auch noch Walderstadt, Herrenberg und natürlich Kalf. Ja, dann haben wir noch Multikollisionsbremse, so rum, sorry. Ja, dann haben wir noch Müdigkeitsassistent Serie. Dann haben wir noch Serie Ausstiegsassistent bzw. Ausweichassistent haben wir Serie. Dann noch den Front Assist haben wir Serie. Genau. In dem Fall haben wir eigentlich alles, was wir zum Überleben brauchen oder auch nicht. Genau. Und wir werden das alles testen. Wir machen jetzt Ausparkassistent, Rückfahrassistent, Ausstiegsassistent, automatische Schilderübernahme mit Geschwindigkeit herabsenken, Assistent, auch Kreisverkehr erkennen und so weiter. Spurwechselassistent, interessant, habe ich gestern Abend schon getestet. Witzig, funktioniert nicht immer nur unter gewissen Voraussetzungen. Wenn er uns das anzeigt, werde ich euch zeigen. Ja, dann normalerweise ganz normal den Abstandsassistent werden wir noch testen. Kurz und bündig, toter Winkelassistent, genau, Rückfahrassistent. Wird interessant, ich würde sagen, wir machen jetzt noch schön, wo stelle ich denn alles ein? Ganz einfach, wir gehen ins Menü, gehen hier auf Assistent und, okay, eingeschaltete Zündung, okay. Ah ja, jetzt hat. So, ich kann das auch mit dem Gaspedal machen oder nur fest auf die Bremse gehen. Hier zeigt er mir das alles mit Schilderübernahme, Müdigkeit, Travel Assist, Abstandsassistent, Spurverlassassistent, Notbremsassistent oder Winkelassistent, Abstandsassistent. Und hier habe ich alles dann aufgelistet, ja, wie ich das alles einschalten muss. Es sollte alles grün sein, dann ist auch alles aktiv. Ja, Müdigkeit, grün, Verkehrszeichenerkennung, ja, einschalten, mit Geschwindigkeitswarnung ab kann man einschalten und dann noch Anhänger einschalten, zu welcher Geschwindigkeit. Side Assist, der Spurwechselassistent ein- oder ausschalten. Man kann auch mal nochmal hier auf den Pfeil gehen. Lane Assist aktiv, Lenkradvibration, dann Side Assist auf dem Pfeil, intensiv das Warnlicht hier außen. Das würde ich ein bisschen stärker machen, dass ich das auch wirklich erkenne, visuell. Das finde ich wichtig. Ich mache das auf 5. Verkehrszeichenerkennung draufgehen. Ja, Warnung nochmal alles mit dabei. Müdigkeit, Eco Assist kann ich draufgehen, kann ich verändern, ist an. Aktiv, ja, Emergency Assist, Front Assist, Geschwindigkeitsbegrenzer, hier auf den Pfeil gehen, voraussichtliche Vorschau, zulässige Geschwindigkeit, schalten wir noch ein, so, genau, dann automatischer Abstandsassistent, ja, Abstand Mittel, vorausschauender Streckenverlauf, vorausschauende zulässige Geschwindigkeit, ja, zack, das solltet ihr alles einschalten und der Travel Assist, gehen wir auch nochmal drauf, ja, Assistenzspurwechsel aktiv. Gut, das müsst ihr alles einschalten und dann haben wir hier am Lenkrad noch hier unten links einen Hebel. Auf Set mache ich alles aktiv. Nach oben kann ich selber die Geschwindigkeit bestimmen. Oben habe ich ein Rädchen, wo ich dann praktisch den Abstand mit dem Balken an den Vordermann regeln kann. Habe hier rechts, da aktiviere ich den ACC und rechts habe ich dann nochmal einen Knopf mit dem Auto, Spur und Tachoanzeige. Da aktiviere ich den Travel Assist, dass er auch die Spur hält. Etc. und dann auch den Spurwechselassistent aktiv ist. Okay? Das brauchen wir dann beides komplett. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, gehe ich entweder kurz auf die Bremse oder drücke hier nach vorne oder ziehe her. Dann geht er auch in so einen genannten Standby-Modus. Ja? Ich würde sagen, wir testen jetzt alles und danach gibt es für mich ein Fazit, wie das alles funktioniert hat.
Und wir werden es splitten auf Fahrassistent und Parkassist, Rückwärtsfahrassistent. Das machen wir zwei Videos, weil sonst wird es zu lange. Automatische Schilder oder Geschwindigkeitsübernahme mit Schildererkennung. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Ich war jetzt gerade 40 und jetzt hat er 100 erkannt. Ha! Macht er wunderbar, ne? Jetzt ist die Sonne Gott sei Dank hinter uns. Ich hoffe, dass es im Display nicht mehr so blendet. Und jetzt, und er erkennt aber auch jetzt hier 25 km/h, Kurve voraus. Und er bremst es selbst runter. Also ich mache hier gar nichts. Das ist schon gut. Also ich war jetzt nicht ganz so langsam, aber die Kurve ist echt tricky. Von dem her passt so grob die Geschwindigkeit. So, und jetzt geht er erst, nachdem ich die Kurve gefahren bin. Hoppla, was macht die? Offroad fahren. Geht er wieder geschmeidig nach oben. Ja. Also das macht er schon top. Travel Assist ist an. Wie gesagt, links ACC, rechts Travel Assist. Und dann fährt er autonom. Ja. 70 voraus. Und das Gute ist jetzt auch hier wieder beim Skoda Enyaq, dass er die Geschwindigkeit erkennt im Voraus und dann schon vom Gas geht, dass wir eine optimale Rekuperation haben. Ja? Und so, jetzt haben wir 70. Jetzt hat er wieder 100, weil kurz das Schild weg war. Und jetzt kommt hier 50. Zack. Und dann geht er runter. Also das funktioniert schon richtig gut, ne? Muss man schon sagen. Ja, hier laufen Leute, deswegen fahren wir schön 50, wie es sich gehört. Hinter drängelt schon einer, was soll ich machen? Wir fahren das, was wir dürfen. Von dem her alles gut. So, die 50 ändern sich jetzt nicht mehr leider, weil es kommt im nächsten Ort. Und hier steht ein Blitzer. So. Ha! Gut, dass wir die Geschwindigkeitsübernahme haben, ne? Interessant, hier sind sie noch nie gestanden. Gemein. Jetzt kommt erst der Ort. Den Ort wird jetzt nicht übernehmen, weil wir fahren ja schon 50. Hier ist der Ort. Jetzt hat er den Kreisverkehr erkannt. Und da wird er dann auch automatisch. Wir sind noch dem anderen zu weit entfernt vor uns, Gott sei Dank. Wir sehen ihn zwar bei uns auf dem Display, aber jetzt sagt er uns hier, Kreisverkehr voraus. Und dann bremst er auch runter. Ja, selbstständig. Ja. So. Und dann blinken wir schön raus. Schöner GLA 45 AMG. Jetzt sind wir bei 50. Und jetzt kommt hier Ortsausgangsschild 100. Jetzt geht er kurz auf 100 und jetzt kommt aber gleich wieder 70. Zack, wieder 70 erkannt. Perfekt. So, jetzt kann ich auch. Und jetzt fährt er auch autonom. So. Travel Assist ausgewählt. Die Linien sind orange, das heißt, er lenkt es auch so gut er kann mit. Ja? Da muss er schnell umsetzen. Oh, stark. Das hat er gut gemacht. Ja, gute 10 Sekunden können wir die Finger weglassen vom Lenkrad. Wir haben ein kapazitives Lenkrad, das heißt nur One Touch. Sagen wir mal so. Ja, aber das lenkt doch gut mit der Geschwindigkeit. Ja, wir fahren jetzt auch nicht richtig schnell. Das macht er gut. Ja, also der lenkt es schon richtig gut. Jetzt haben wir 100. Ja, geht nicht hoch, weil wir einen haben, der die 100 nicht gesehen hat, automatisch. Für manche wird es sich lohnen. Aber jetzt kommt wieder Kreisverkehr und er geht schon vom Gas runter. Das ist gut. Man merkt, er fängt an zu rekuperieren. Der blaue Balken wird größer. Er bremst ab und nimmt die Geschwindigkeit mit. So, 70 erkannt. Unser Augmented Reality Display zeigt mal wieder grüne Linien und so. Hä, schon ein geiles Ding. Es macht schon Bock. Ja,
Es kommt 100. Wie schnell sind wir? 100. Und los. So. Mal gucken, wie er das hier mitlenkt. Wir haben auch hier so eine Kombination. Ah, das lenkt er schon stark. Also, muss man schon sagen. Also, Respekt. Aber der geht schon früh rein, das merkt man, also top. Ja, also wie gesagt, ich bin immer mit dabei. Ich sage immer noch für die Landstraße. Aber auch hier klasse, also top. Ja, der berechnet das schon richtig gut hier, also sensationell, hey. So, in meinem Display sehe ich jetzt einen Balken wieder, dass er das Auto vorne erkannt hat. Hier kommt es jetzt dann auch langsam. Ja, musst du mal ein bisschen rekuperieren. Super Geschichte. ACC an, Travel Assist an. Also Set drücken, Travel Assist und dann läuft das Ding. Wir sehen jetzt links im Display, also er nimmt Richtgeschwindigkeit 130 Max, also nicht Vmax. Und kann jetzt hier oben noch, wie gesagt, meinen Abstand wählen. Und sobald es mir die grünen Pfeilchen anzeigt, diese grauen hinterlegten Pfeilchen weiß leuchten, kann ich, jetzt machen wir mal den toten Winkelwanner. Ja, da blinkt er und sagt mir, ja, Achtung, da kommt was. So, jetzt erkennt er rechts den LKW. So. Gehen die Linien kurz weg. Jetzt erkennt er rechts die durchgezogene Linie und links ist wieder gestrickelt. Das ist schon cool. Machen wir mal 120. So, jetzt erkennt da vorne den LKW. Es leuchtet, dass jemand vorbeifahren will. Jetzt gucken wir mal, wie schnell er braucht, wenn ich hier rausziehe. Er geht aber schon leicht in den Zug rein. Ja, genau, perfekt. Und beschleunigt leicht, das ist gut. So, jetzt kann ich links, jetzt hat er mir gerade links gezeigt, jetzt kann ich links einen Spurwechsel machen. Sobald es leuchtet und er das erkennt, kann ich automatisch den Spurwechsel machen, dass das Fahrzeug selbst die Spur wechselt. Jetzt, man muss die Hand am Lenkrad lassen, sonst macht er das nicht. Jetzt gehe ich mal wieder links rüber. Solange ich die Hand am Lenkrad lasse, macht er das. Wenn ich jetzt rechts... So, jetzt mache ich rechts. Da macht er das nicht, wenn ich nicht die Hand am Lenkrad habe. Das heißt, ich muss die Hand am Lenkrad haben, dass wir den Spurwechselassistent nutzen können. Was für mich jetzt aber keinen Sinn macht, weil dafür habe ich es ja. Dass es macht, dass ich es nicht machen muss. Ich muss halt die Hand fest, so jetzt hat. Und wenn ich jetzt rechts drücke, ich hebe nur. Also ich mache nichts, lenken tut das selber. Ich berühre nur. Aber sobald ich berühren würde, bricht er ab. Oder loslassen, dann bricht er ab. Ja. Ja, macht es für mich nicht wirklich viel Sinn. Ja, ja, er ist schon. Ja. So, jetzt blinke ich links. Dann macht er das ganz leicht, dann lenkt er ganz langsam rüber, das macht er. So funktioniert es wirklich top. Also dann hat er das selber gemacht. Jetzt gehe ich wieder rechts rüber. Jo, Checker-Freunde, kommen wir kurz zum Review, sage ich schon, zum Fazit von den Assistenzsystemen. Ich habe es jetzt hier nochmal dargestellt. Ich finde wirklich, da macht es bockstark. Was gefällt mir gut? Automatische Schilderübernahme funktioniert. Hat einwandfrei funktioniert in der Zeit, wo ich es genutzt habe. Also wirklich ohne, dass er mal was nicht erkannt hat. Auch den Wechsel mal von Ortsausgang 50 Meter weiter gleich wieder nächstes Schild und wieder ein Schild. Den Mix hat er trotzdem sehr gut umgesetzt. Rekuperiert relativ früh, um dann auf die Geschwindigkeit
hinzukommen, zum Beispiel von 100 auf 70 runter berechnet es. Das finde ich toll, das machen andere erst ab der Geschwindigkeit runter. Finde ich dann nicht ganz so toll, wenn dann ein Blitzer kommt. Man sollte schon ab dieser Geschwindigkeit dann auch die vorgegebene Geschwindigkeit haben. Ja, Müdigkeit war noch klar. Tote Winkel war noch funktioniert. Ausstiegsassistent finde ich cool, er macht es auch in der hinteren Tür. Mega cool. Front Assist hat ein, zwei Mal gepiepst. Ja, hat man dann natürlich nicht immer auf der Kamera, ist ja auch klar, hat funktioniert. Spurverlassassistent auch. Abstandsassistent natürlich wunderbar funktioniert. Zieht, wenn ich auf der Autobahn rausfahre, relativ schnell an und braucht nicht erst noch 5 Minuten, bis er dann erkennt, okay, ich bin jetzt frei, ich kann noch vorfahren. Nicht, dass es wieder Stau hinten dran gibt. Also die macht er alle gut. Vollautonomes Einparken, mega gut gemacht. Bin ich echt begeistert. Funktioniert tadellos, macht er auch recht zügig. Man kann dem echt, so wie ich es gemacht habe in den Videos, vertrauen. Der Rückfahrassistent, Ausparkassistent, Skiassistent, Ausparkassistent, sagen wir mal so, die haben super funktioniert. Was mir nicht so gefallen hat, ist der Spurwechselassistent. Den kann man getrost weglassen, weil man muss die Hände am Lenkrad lassen, da kann ich es gleich selber machen. Ja? Ich hätte mir gewünscht, wenn da diese kleinen grünen Pfeile, wenn man es überhaupt mal sieht, ja, das ist ja schon nicht optimal, finde ich, dann einfach Blinker setzen und dass er das dann erkennt und dann selber den Wechsel macht und dass man nicht unbedingt die Hände am Lenkrad lassen muss, weil sobald man dann auch ein bisschen dagegen geht, bricht er auch dann sofort ab. Also ist für mich noch nicht ganz stimmig und ansonsten funktioniert es super. Genau, Rückfahrkamera ist ja noch mit dabei, Auto holt haben wir noch, die ganzen bekannten Assistenzsysteme. Ja, also stark gemacht, Skoda, muss ich echt sagen, hat mir sehr gut gefallen. Also einfach zu bedienen hier. Set starten, hoch, runter, Geschwindigkeit nach vorne drücken, Pause, links ACC, rechts den Travel Assist. Und das ist alle Serie mit dabei. Wir müssen davon nichts extra kaufen, außer den Einparkassistent, der ist in diesem Max-Paket für 2000 Euro extra mit dabei. Hier haben wir komplett volle Hütte. Alles klar, Ambiente-Video nicht vergessen, Licht-Video nicht vergessen, Crystal, der Kühlergrill vorne, Crystal Face mit 131 LED Video, Ambiente Beleuchtungsvideo, Einparkassistent, wie gesagt, das normale Assistenzsystem Video hier, das Haupt Review Video haben wir noch gemacht und dann haben wir noch ein Reichweitenvideo gemacht mit Ladeleistung Video, schaut euch das an. Genau, dann nochmal vielen Dank an die Autohäuser Weber hier, aus in dem Fall hier Abteilung Skoda neu in Leonberg, neu gebaut, super, tolle Leute. Geht da mal vorbei, da steht dieses Fahrzeug aktuell, könnt ihr kaufen für einen guten Preis. Und Herrenberg haben wir noch, Karl von Walterstadt. Ja, dafür vielen Dank. In diesem Sinne macht's gut. Bis zum nächsten Video. Nächste Woche kommt schon wieder ein neues Elektroauto zum Testen. Seid gespannt. Bis dann. Ciao.